Und es geht weiter bei Let's Play Fable. Ja, im letzten Part haben wir hier in Zwillingsklings Lager sind wir in Zwillingsklings Lager eingebrochen und haben unsere Schwester gefunden. Ich habe es doch gesagt, die Seherin. Und sie hat uns mit irgendwas bestrahlt, was irgendwie eine Gabe unserer Familie ist. Direkt und, hinter euch. Ja, letztes Mal hatten wir dann herausgefunden, auch dass der Räuber die Stadt also angegriffen hat, also Oakville, wo wir gelebt haben, sie Blink geschlagen hat, also mit dem Schwert. Und ihr die Augen ausgestochen und Zwillingskling sie gerettet haben. Und ich habe Zwillingskling deswegen auch nicht getötet, weil ja, er hat unsere Schwester gerettet und ja. Ich glaube, es war das Mindeste, was wir für ihn machen können. Und ich will es nochmal kurz hier rein. Vielleicht hat er irgendwas Liebes zu uns zu sagen. So, danke, dass du uns nicht getötet hast. Bla 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 bla. Bla bla bla. Okay, und wir haben schon eine neue Quest. Schauen wir mal. Vielleicht können wir ja mit ihm reden. Vielleicht ist er mal von hier. Sieht nicht aus. Zwillingskling. Zwillingskling, bist du mein Kleiner? Was gibt's hier Schönes? Oh, 250 Gold, epic. Es ist eine Ehre, neben einem so furchtlosen Helden zu kämpfen. Hingegangen bin. Wieder übrigens, Fiolololo. Und, 500 Gold nochmal. Boah, geil. Und wir haben letztes Mal 4000 Gold bekommen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 10.000. Ey, wir sind doch richtig reich, fällt mir gerade auf. Ist ja geil, und wer hier cool ist. Ich frag mal, was ist jetzt hier los? Wo ist unsere Schwester hin? Wo ist Zwillingsklinge? Ich hab keine Ahnung. Diamant. Oh, es wird hier immer geil. Geht voran! Schau mal kurz. Ja, unser Begleiter ist immer noch dabei. Ich nehme den jetzt mit, weil ich finde den echt gut und 10 Gold sind jetzt echt nicht mehr viel. Und ja, bis jetzt ist er auch noch nicht gestorben, was natürlich auch nicht mal so schlecht ist. Und ja! Von Mace haben wir eine neue Aufgabe bekommen, dazu müssen wir wieder in die Gilde gehen und ja, sonst, wir können uns hier noch im Lager etwas umschauen von den Räubern. Vielleicht haben die irgendwas zu sagen, was cool ist. In ihr Geschäften nach? Er sieht stark aus. Jo, ich bin der Stärkste. Ich sag jetzt zu dem mal, hey. Hey. Hey, Sissa. Hey. Ah, hey. Das gefällt mir nicht. Da fühle ich mich ganz komisch. Warum wohl? Okay, dann... ihr seid ein echt guter Anführer. Zwillingskling Lager. Naja, so gut nicht. Ich laufe irgendwo in der Dunkelheit in Lagern rum und habe keine Ahnung genau, wo ich hin muss, aber... naja, egal. Was ist hier? Ah ja, hier haben wir noch einen Begleiter, den wir mitnehmen können. Keinen Bock auf... Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Wir haben einen viel cooleren Begleiter. Macht euch bereit! Sieht übel aus! Und finde ich auch cool, dass uns die Räuber nicht angreifen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die uns auf dem Rückweg zu alle töten wollen. Aber das finde ich ja richtig nice. Okay, hier ist, was wollte ich machen? Ja, ich tue die Kleidung mal wieder wechseln. Obwohl, wenn wir die hier wechseln, dann werden die uns wahrscheinlich angreifen. Deswegen reisen wir erstmal nach Oakwood. Oh, verdammt, die werden uns wahrscheinlich... Nein, die werden uns jetzt wahrscheinlich angreifen, auch. Oh, nee, bitte werden die uns jetzt nicht angreifen. Ich will kein Räuber sein. Das wäre echt kacke, wenn die uns hier alle angreifen würden. Schnell, schnell, schnell. Option. Ja, weil, also bei Fable ist es ja immer so, dass die Kleidung, die man trägt, immer, also Auswirkungen hat auf alles. Kein Tuch. Oh, und die Musik von Opel, ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach wirklich. Dörflerherren. Yes. Zwar sind die Räubersachen richtig gut, aber ja. Wir wollen ja, dass uns die Leute mögen. Oh, ich liebe die Musik von Opel. Ganz ehrlich, die ist so schön. Okay, greifen wir uns nicht an. Gut. Hallo? Seid jetzt vorsichtig! Egal, ja, die Geschäfte sind zu, das ist blöd. Ich würde gerne einkaufen gehen, aber dann halt nett. Ich würde jetzt gerne mal hier das Haus kaufen, weil es gibt ja hier ein Haus. Hallo? Folgt mir zum ersten Faustkampfring! Wir folgen denen jetzt mal. Cool, wo? Komm, ich will mich mit den Schlägern. Im Schlussfall zaubern sie weg, wenn wir echt mit denen uns jetzt schlägern hier können. Komm. Ihr seid ein echt guter Anführer. Ja, der Beste. Cool. Was gibt's hier schon nicht? Jetzt passt es gerade nicht. Sprecht mit dem Händler. Hallo? Eines Tages boxe ich mich zum... Keine Tiefschläge. Hallo? Ja, immer weiter so. Dies ist kein Ort. Mich jetzt passt es gerade nicht. Sprecht mit dem Händler.
Hey, komm, hallo, hallo, hey, hey, wie geht's euch? Hey, komm, lass die Tür auf, müssen mal. Geht voran! Das ist so gemein. Okay, wir kaufen jetzt unser Haus, das, wo wir am Anfang gewohnt haben. Das will ich jetzt unbedingt kaufen. Ich weiß, ey, oder wer ist das? In Bowerstone gibt's einen Faustkampfclub, der nimmt jeden auf. Das hier ist nicht Bowerstone. Ach, echt? Ich bin ein Genie. Ich hätte gern einen Drink, bitte. Oh, ich auch. Okay, und jetzt kaufe ich das Haus und ich würde sagen, dann reisen wir. Was können wir denn machen? Wir können echt viel machen. Also erstmal kaufen wir jetzt hier das Haus. Hübsche Ehehaus für 5000 Gold kaufen. Yes. Ehehaus vermieten. Yes. Weil, ja, wir können gerade nicht so viel machen. Dekoration dieses Hauses verschwinden. Nein, können wir uns nicht leisten. Aber wir können rein. Ja, wir können nicht in unser Haus rein. Cool. Es ist eine Ehre, neben einem so furchtlosen Helden zu kämpfen. Wenn ich es mir jetzt echt gesagt, kackegal. Es ist einfach nur wichtig, dass ich das Haus überhaupt habe. Gut, und jetzt machen wir mal eine Schnellreise. Bowerstone, würde ich mal sagen. Weil wir haben ja. Also, oh, da fällt mir ein. Quest können wir auch nachschauen. Nein. Karte, Optionen, Heldenstadt, das Quest. Aktuelle Quest. Das kranke Kind, dafür müssen wir noch die Pilze sammeln, Bücher sammeln. Irgendwo in Elbe ist ein Schatz vergraben. Werdet noch böse, indem ihr Opfer ins Kongskapelle dabelt. Oh. Nee, will ich nicht. Eine ehrwürdige umrissene Verwendung von Hühnern oder Sport der Könige. Der Hühnertritt. Oh, der Hühnertrittwettbewerb. Der ist ja sogar hier in Opel. Schön euch zu sehen. Da will ich jetzt mitmachen. Ich frage mich eigentlich, ob wir jetzt schon Held sind, weil wir haben ja immer diese Namen. Ich denke, dass man Namen nur bekommt, wenn man böse ist, so wie im Mass Effect, dass man ja auch am Anfang auch die Namen und dann so klassisch, wenn man gut wird, werden die Namen, also Mass Effect 2, gehen die Namen dann weg. Das ist jetzt irgendwie blöd. Kann ich hier einfach schlafen? Das wäre cool. Ich trete ihm lieber nicht auf die Füße. Hallo. Ihr schon wieder? Ja, dann halt nicht. Bewegung! Bruder. Ey Mann, der geht immer so ab. Ich denke immer, da muss man irgendwie kämpfen. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines Nickerchen. Und ihr habt im Leben den dann, rechten Weg eingeschlagen. Bei dem das ist mal sicher. Ja, wenn wir da was mitmachen können. Ich hoffe es nämlich. Komm, beeil dich auch schon. Macht euch bereit. Sieht übel aus. Komm, du siehst auch übel aus. Komm, lass mich vorbei. Ich hätte gern einen herrlichen Hummer. Ihr? Will. Was? Was? Oh mein Gott. Seid aufs Unterwürfigste ja, gedrückt. Ah, ich bin hurra! Yo. Oh. Ihr merkt das Böse aus. Oh, bitte hat er keinen gestört. Ja, Waffen tragen, da muss man immer eigentlich eine Strafe zahlen. Das wollte ich aber nicht. Ich sehe ziemlich fähig aus. Greifen wir uns an? Ne, die greifen uns nicht an. Cool, und dann machen wir jetzt bei dem Hühnerwettbewerb. Da will ich jetzt unbedingt mitmachen. Wo war der? Oh, andere Seite. Verdammt. Gut. Irgendwie ist das ein sehr, sehr loser Part bis jetzt. Kommt mir zumindest davor. Hey, cool. Wir Eier, wir haben eine böse Lache, fällt mir gerade auf. Ihr seid ein echt guter Anführer. Da ist sie. Hä? Die gefällt mir. Böse Lache vor dem Wind. Ich habe schon von euch gehört. Gut, dann gehen wir hier runter und ich glaube, hier war der Hühnerwettbewerb, oder? Hätte ich mich jetzt. Ja, da kann man hier hinten. Speichern wir mal kurz. Wie lang geht der Part denn schon? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich nehme jetzt aber nur noch 5 Minuten. Ich habe echt keine Ahnung. Irgendwie kommt es vor, als hätten wir noch gar nichts gemacht in der Zeit, aber egal, reden wir mal hier. Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt interessieren? Ah, willkommen, Sir, willkommen. Habt ihr vielleicht Interesse an einem neuen Sport? Ich nenne ihn Hühnertritt. Hab ich erfunden. Ihr müsst nur in den Ring treten und das Federvieh in den Punktbereich treten. Echt, ganz einfach. Tja, meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren, aber gewöhnlich sehe ich, wo sie landen. Wollt ihr es versuchen? Ja, mach mal. 50 Kostschulzen. Oh, verdammt. Ihr müsst eure Waffen abgeben, Sir. Und Zauber sind auch nicht zulässig. Wäre ja nicht sehr sportlich, oder? Sind ja nur Hühner. Dann können wir anfangen. Viel Glück, Sir. Okay,
Diagonale Tritte nach links und nach rechts bringen euch mehr Punkte als gerade Tritte. Und gute Geschwindigkeit. Das kann von 19 Level. Okay. Okay. Ziemlich schwach vorn rechts. 25 also, Punkte. Wie soll man die denn beitreten? So. Das ist nur Silber. Ein Treffer mit der Links bringt 50 Punkte. Okay. Ich glaube, ich hab's langsam. Bisschen schwächlich. Vorn rechts für 25 Punkte. Okay. Wie dumme. So lala-mäßig nicht schlecht. Ein Treffer mit der rechts bringt 50 Punkte. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man 100 Punkte schaffen wird. Nein! Ihr bekommt nur Punkte, wenn ihr die Hühner in den richtigen ist Bereich bekommt. Kommen, du Pisser. Eine beeindruckende Demonstration von Gewalt gegen Hühner. Ihr habt einen Silberschlüssel gewonnen. Nein. Meinen letzten. Oh, dann hat sich ja gelohnt. Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt interessieren, Sir? Silberschlüssel braucht man, um besondere Kisten aufzumachen. Gemeinsam besiegen wir das böse Albion. Wenn wir davon mehr hätten, weil, wie gesagt, es ist ein zweiter. Es ist schön, dass er hier ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Sir. Hühnerschreck? Hab ich das... Ah! Hey, das ist Hühnerschreck. Hurra! Hey, komm jetzt mit hier, hey. Hey. Leute, ich bezahle dich nicht nur für das Kämpfen. Hey. Was für ein Mann. Oh, seid gegrüßt. Nein, das wollte ich nicht. Wir können nicht ewig hier herumstehen. Komm, ich geh schon mal, ich es gibt Leute zu retten. Aber die böse Lache ist einfach so geil. Okay, ich würde mir jetzt gerne mal eine neue Rüstung kaufen, das ist Waffenladen, Turnierrüstung kaufen? Single Lamp ist ja hier. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Schauen wir trotzdem mal, Freundschaft lesen, Leitverkürzer, ihr seid kein böser Mensch. Gesucht, schauen wir mal. Tofu, haben wir irgendwas Cooles? Nahrung, haben wir Tofu? Vielleicht Tofu? Oh, wir haben Tofu, dann geben wir dem Tofu. Gut. Cool. Episch. Ach ja, Mace ist in seinem Quartier in der Gilde. Er würde euch gern sehen. Alle? Oh, da fällt mir was ein, wir müssen den Pilz noch von dem einkaufen. Wir müssen ja 4 Pilze sammeln. Macht einen euch haben bereit. Wir jetzt. Und ich habe keine Ahnung, wo man die anderen beiden noch herbekommt, aber einen Pilz kann man noch bei dem hier kaufen, das weiß ich nicht. Grabhügelfelder. Genau da kann man noch einkaufen. Nicht da. Und die lecken sich einfach. Hallo? Sucht ihr nach den Blauen? Ganz schön gefragt. Hab einen an... Genau. Einen bekam eine sehr unglückliche Frau, die sich gern am Picknickplatz aufhält. Den anderen bekam ein Typ, der eine Fete im Gildenwald steigen lassen wollte. Ihr seid also interessiert? Kaufen. Viel Spaß. War teuer. Einen schönen. Das war der letzte Verdammt, ich habe jetzt nicht gehört, wo der andere. Also zwei haben wir. Mir fällt auf, wir haben ja zwei schon. Wir waren ja auch im Gildenwald und haben dem Heini da den Brief hergegeben. Das heißt, wir zwei haben wir schon. Und jetzt haben wir noch einen dritten dazu gekauft. Und ich habe nicht gehört, wo man den anderen noch hat. Verdammt. Einen braucht man noch, einen Pilz. Dann können wir den Sohn davon ja Südbastan. Du Scheiß-Ton, warum war der gerade so episch laut? Mich kotzt am Fable nur an, dass man den Ton echt nicht richtig leise stellen kann. Der ist immer so laut. Wow! Okay, gibt's denn was Cooles? Nee, ich geb das über kein Geld mal. Wow! Nee. Will ich nicht hin. Nee, ich auch nicht hin. Sieht gar nicht aus. Ich bin aber ein Hühnerschrecker, so langweilig mich nicht. Ich bin sogar der Hühnermeister. Ihr seid ein echt guter Anführer. Barbier. Kaufen. Ich muss die neue Frisur haben. Da, wir haben ja auch eine Nebenquest, den Kochtopf. Das war die Frisur, die wir haben müssen. Kaufen. Okay, und
Hab. Auf der Obstfarm wurden einige Dinge gestohlen, wie ich hörte. Waren wir echt nicht. Okay, und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut und sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Fable. Ciao.